Bei den Missionsbeschreibungen setzt C&C3 natürlich wieder voll auf Videosequenzen. Leider sind die mit Schauspielern gedrehten ziemlich mies synchronisiert. Achten Sie mal auf den General jetzt. Unsere Disruptor-Technologie, die Schallkristalle. Also diese nicht synchrone Vertonung ist schon peinlich für ein Programm dieser Größenordnung. Dafür sind die Rendersequenzen sehr gut gelungen. Okay, nachdem Sie bei C&C Ihre Missionsbeschreibung im Video bekommen haben, wird auf eine Karte umgeschaltet. Das sehen wir hier jetzt. Und da können Sie teilweise aus bis zu 3 Missionszielen auswählen. Und Sie sehen das jetzt gleich unten, wenn wir draufgehen hier. Sie sehen auch endlich vor der Mission, bevor Sie sie auswählen, was denn eigentlich da ungefähr passiert. Das ist ein klarer Fortschritt zu den ersten beiden Teilen. Die GDI von einem Gegenangriff abzuhalten. Der einzige Weg hinein führt über das Wasser. Bei Age of Empires 2 laufen die Kampagnen streng linear ab. Eine Auswahlmöglichkeit verschiedener Szenarios wie bei C&C3 gibt es also nicht. Und auch so gestaltet sich das Drumherum vor den Missionen etwas langweilig im Vergleich zu C&C3. So bekommen Sie lediglich gezeichnete Bilder und eine Textausgabe zur Hintergrundgeschichte präsentiert. So begins my life's work, the secret history of the Mongols. Der Aufbau funktioniert bei C&C3 ganz genauso wie in den ersten Teilen. Sie haben Gebäude gebaut, hier bauen wir jetzt eine Hand of Nod. Klicken einfach an eine freie Stelle, die in der Reichweite anderer Gebäude ist und schon ist das Ding da. Jetzt können wir auch schon die ersten Infanteristen bauen. Die kommen da gleich rausgestiefelt. Alles wie gewohnt. Was neu ist und auch erfreulich, allerdings nicht ganz konsequent, Sie können jetzt mehrere Truppen auf einmal in Auftrag geben, allerdings nur maximal 5 in jeder der 3 Klassen. Das heißt, Sie können maximal 5 Infanteristen, 5 Vehikel und 5 Lufteinheiten gleichzeitig bauen. Das ist deutlich weniger als bei AOE. Dafür hat C&C3 den Vorteil, dass Sie nicht erst das Gebäude suchen und anklicken müssen, sondern wie gehabt über die Leiste rechts arbeiten können. Bei Age of Empires 2 brauchen Sie wieder Arbeiter oder neuerdings Arbeiterinnen, die die Gebäude für Sie hochziehen. Und wenn Sie mehrere der Malocha der Baustelle zuteilen, geht der ganze Bau schneller. So, hier sind Sie eifrig am Klopfen. Unten am Balken sieht man, wie weit das Gebäude ist. Da schicken wir noch einen zur Hilfe, damit das Ganze flotter geht. Und schon bald ist die Kaserne fertig. Noch wenige Sekunden. Zack, da steht das Teil. Und das Schöne ist, Sie können jetzt auch sehr viele Einheiten auf einmal produzieren, indem Sie einfach mehrfach auf das entsprechende Icon klicken. Das ist nur durch die Anzahl der vorhandenen Rohstoffe begrenzt. Und eine sehr praktische Funktion ist auch hier die Flag, die ich gerade gesetzt habe. Da werden frisch produzierte Truppen einfach sofort hinmarschieren. Das funktioniert übrigens auch bei den Arbeitern, denen Sie dann auch gleich einen Arbeitsauftrag geben können, indem Sie sie in den Wald schicken, also die Flagge in den Wald verlegen und schon marschieren die Jungs dorthin und hacken dann das Holz. C&C3 kennt 2 Ressourcentypen. Zum einen das Tiberium in der grünen, in der blauen Variante, letztere gibt viel mehr her. Und noch in einer ganz neuen Variante, dieses braune, rankenähnliche Zeug hier. Das ist wirklich sinnvoll nur für die Nod-Seite, denn die können damit mit einem speziellen sogenannten Tiberium-Abfallernter ihre besonders starke Chemierakete bestücken. Und zum anderen natürlich die Energie. Ohne Energie läuft insbesondere auf der Nord-Seite nichts. Schauen Sie auf meinen schönen Zaun, den ich da gebaut habe. Erst nachdem ich das Kraftwerk hinstelle, gibt es genug Strom, damit er auch funktioniert. Oben rechts ist die Radarkarte dann auch aufgepoppt. Naja, und genauso schnell wird mir das Ganze natürlich wieder kaputt gemacht, wenn der Gegner 1, 2 meiner Kraftwerke ausschaltet. Darum baue ich gleich noch ein paar. Age of Empires 2 kennt insgesamt 4 Rohstoffe, nämlich Holz, Nahrung, Gold und Steine. Hier haben wir ein paar Felder angelegt und unsere Arbeiter wuseln eifrig umher, um das Korn einzufahren. Sie können wieder in den entsprechenden Gebäuden den Ertrag erhöhen. Wenn Sie zum Beispiel Flugscharen erforschen, halten Ihre Felder länger. Im Vergleich zum Vorgänger sind Sie ja immer noch schneller abgeerntet. Schon nach einiger Zeit müssen Sie die Felder neu anlegen. Marktkarren bringen übrigens Rohstoffe zu alliierten Märkten, um mit Gold beladen wiederzukommen. Also eine zweite Möglichkeit, das bewährte Edelmetall abzubauen oder zu gewinnen. C&C3 kennt im Prinzip nur Landschlachten.
Egal, ob Lufteinheiten beteiligt sind oder die Unterirdischen, die sowieso auftauchen müssen, um zu kämpfen. Es dreht sich alles immer um Bodenkämpfe und alles findet über dem Boden oder auf dem Boden statt. Hier kommen von links ist unsere GDI-Gegner. Wir halten dagegen mit Not-Mods, holen von hinten noch ein paar Helikopter zur Hilfe. Was Sie gut sehen können, gerade wenn jetzt gleich hier auch noch die Titans reinstapfen des Gegners und jetzt kommen sogar noch seine Orca-Bomber und setzen ziemlich zu, es brutzelt und fetzt auf dem ganzen Bildschirm. C&C3 hat ziemlich ungeordnete, aber wahnsinnig spannende Massenschlachten zu bieten. Seekämpfe gibt's übrigens nicht. Die haben die Programmierer nach den leidvollen Erfahrungen in Red Alert rausgeschmissen. Der Clou bei Age of Empires 2 auf der militärischen Seite sind die schicken Formationen ihrer Truppen. So sehen Sie hier, wie unsere Infanteristen vorne wegmarschieren, während die Schützen hinten umherlaufen. Jetzt ziehen wir uns gerade zurück vor einem einzelnen Feind. Und elegant schwenkt die Armee. Sie sehen, selbst jetzt im Kampf nehmen die Schützen noch hinten eine Abwehrreihe ein, während die Infanteristen sich auf die jetzt angreifenden Reiter stürzen. Das artet zwar etwas in Gerusel dann hinterher aus, aber die Schützen halten immer noch ihre Formation. Das ist wirklich schick anzusehen. Jetzt ein wenig Ringelpiez mit Anfassen rund ums Gebäude. Aber wir haben uns tapfer gehalten und wenn wir jetzt weiter marschieren, nehmen die Jungs wieder ihre Formation ein. Da kommt noch ein Reiter. Nehmen wir auch noch weg. Und marschieren jetzt ins feindliche Dorf hinein. Hier ist schon kräftig Holz abgearbeitet worden. Da ist eine Mühle, da kommen uns noch Infanteristen entgegen, ein Schütze. Wir nehmen wieder den Angriff auf. Und hier scheint etwas zu sein, was uns interessieren könnte. Nämlich die Trebuchet-Belagerungsmaschinen des Gegners. Die sind im Nahkampf natürlich völlig wehrlos, das heißt, unser kleiner Trupp kann die zu Kleinholz verarbeiten. Die Dinger müssen übrigens stationär verankern. Quatsch, das schmeißen wir nochmal auf unsere Truppen, denen macht das eigentlich allzu viel aus. Die müssen sich also stationär verankern, um die enorme Reichweite zu erhalten, die diese Wurfmaschinen haben. So, zwei sind zerlegt, das dritte brennt. Das war's dann erstmal. Auch Seeschlachten und Landungsunternehmen wird es in Age of Empires 2 wieder geben. Ihr beschießt gerade eine feindliche Flotte, unser schönes Dock. Das gefällt uns natürlich gar nicht, wir bauen eigene Schiffe. Hier zum Beispiel ein Flammenwerferschiff, das im Nahkampf den Gegner abfackelt, bevor es selber getroffen wird. Neu hinzugekommen sind auch die sogenannten Demolition Ships. Das sind sprengstoffbeladene Schiffe, die sich an den feindlichen Pott heranschleichen, um sich dann selbst in die Luft zu sprengen. Die brauchen natürlich einige Zeit, um fertig zu werden. Hier fährt es dann los. Und Sie sehen schon, erbaut. C&C3 bietet diverse Festungsbausteine, zum Beispiel hier ein automatisches Tor, zeigen wir Ihnen gleich noch, oder auch verschiedene Türme. Die GDI-Seite hat einen Grundturm, den sie in drei Varianten dann weiter ausstatten kann. Die Nord-Seite hat zwei verschiedene Zauntypen. Nur echte Belagerungen, hier sehen Sie gerade das automatische Tor, gibt es dann doch gar nicht mal so häufig. Das liegt daran, dass das Geschehen in C&C sehr dynamisch ist. Und wenn ich hier zum Beispiel diese Not-Basis angreifen möchte, in Wahrheit ist es meine eigene, die gerade angegriffen wird, dann reichen da in der Regel einige Flieger, Orca-Bomber in diesem Fall, die einfach eine Bresche in die Verteidigungslinien schlagen. Oder die Not-Seite setzt eben ihre Tunneleinheiten ein, um einfach beim Gegner aufzutauchen. Also Belagerungen wie bei AOE2 dürfen Sie bei C&C3 nicht erwarten. Bei Age of Empires 2 ist der Festungsbau nicht nur wichtiger, sondern auch eleganter gelöst. Statt einfach jedes Mauerstück einzeln zu setzen, ziehen Sie einfach die Maus und schon eilen Ihre Jungs zur künftigen Baustelle, um das Bollwerk hochzuziehen. Wir machen jetzt einen kleinen Zeitsprung, weil es halt doch eine Weile dauert. So, hier ist der Festungsabschnitt schon fast fertig. Was uns jetzt natürlich noch fehlt, ist ein Tor, damit unsere Arbeiter auch raus können oder unsere Ausfalltruppen. Das setzen wir jetzt einfach hier in die Mauer rein. Suchen noch einen passenden Ort. Nehmen wir mal die Ecke. Und auch das wird sofort von dieser Arbeiterin gleich in Anschlag genommen. Jetzt noch ein Wachturm hinzu. Der kann übrigens nicht genau in die Mauer, der muss am Rand stehen.
Und der Clou bei den Toren ist, die gehen auf für eigene Truppen und lassen feindliche natürlich nicht durch. Und sie können die Tore sogar noch abschließen, damit sich nicht irgendwie ein feindliches Heer hineinschmuggelt, wenn sie gerade mit einer Arbeiterarmee hinausmarschieren. Und der Wachturm ist auch gleich fertig. Da kommt noch ein Arbeiter hinzu. Türchen auf, Türchen zu. Und da steht der Turm. Also hier muss ein Gegner erstmal durchbrechen. Hier sehen Sie eine wichtige Belagerungsszene von Age of Empires 2. Der Gegner hat mit Belagerungsmaschinen unser Tor eingerissen und stürmt nun durch die geschlagene Bresche in unsere Festung hinein. Wir haben hier kaum noch Chancen, diesen Angriff abzuwehren, trotz unserer Geschütztürme, zumal jetzt unsere Heldin Jeanne d'Arc noch gefallen ist. Also hat der Gegner Glück gehabt. Die Stärken von C&C 3 sind neben dem dynamischen Schlachtfeld und den sehr abwechslungsreichen Einheiten, von denen fast jede eine Spezialfähigkeit hat, mit Sicherheit wieder die schönen Videosequenzen und die daraus resultierende spannende Story, mit anderen Worten, der Coolheitsfaktor von C&C 3 bleibt unerreicht. Age of Empires 2 glänzt mit tollen mittelalterlichen Schlachten, mit hervorragend animierten Einheiten, mit Formationen und hochspannenden Belagerungen. Und das Wirtschaftssystem sorgt dafür, dass sie auch dann etwas zu tun haben, wenn sie gerade nicht auf dem Schlachtfeld tätig sind.